Servus Witcher-Freunde, in diesem Video geht es um einen Mod, den sich jeder von euch gewünscht hat. Es ist im Endeffekt der beste Mod für Witcher 3 Wild Hunt und den möchte ich euch in diesem Video zeigen. Bleibt auf jeden Fall dran. Diesen Mod, den ich euch hier zeigen werde, wird das Spiel extrem verbessern, wie es hätte sein sollen. Es ist ein sehr geiler Mod, ich habe sehr lange danach gesucht, ich hatte ihn sogar gefunden, habe ihn installiert und dann leider bemerkt, dass er mit dem aktuellen Patch 1.32 nicht mehr funktioniert. Heute Morgen bin ich per Zufall auf so einen ähnlichen Mod gestoßen, er macht im Endeffekt das gleiche, aber er funktioniert mit der aktuellen Version. Und ich denke, jeder von euch hat das Problem gehabt oder hat es auch gehasst. Ihr hattet eine sehr gute Rüstung, sehr gute Waffen, sie haben euch von der Optik her gefallen, aber auch von den Werten her. Und ja, ihr habt aber im Spiel immer weiter nach oben gelevelt, die Ausrüstung blieb aber auf diesem Level stehen und musste zwingend auf neue Ausrüstung wechseln, auch wenn die Boni nicht perfekt waren und euch auch nicht die Optik gefallen hat, aber der Schaden oder der Rüstwert war dann eben bei den neuen Sachen besser und ihr kamt so leichter durchs Spiel durch. Es kann auch sein, ihr habt eine neue Waffe gefunden, die war zum Level aber schon vom Level so weit unten, dass es sich nicht gelohnt hat zu nehmen, oder ihr habt ein neues Schema gefunden und es war leider auch zu schlecht, sah aber eigentlich voll geil aus, und dieser Mod wird euch an dieser Stelle helfen und macht jedes Gear brauchbar. Wie funktioniert die Mod ganz genau? Ich möchte es euch hier kurz zeigen. Wir gehen erst auf das Großmeister-Bärenrüstungsset. Hat einen Rüstwert von 300 Punkten. Ich denke auch, jeder kennt noch die Standardrüstung von Geralt. Ihr seht es jetzt auch, habe ich gerade angezogen. Sieht super gut aus, hat aber sehr schlechte Werte, ist nur Stufe 1 und hat normalerweise einen 30er Rüstwert. Wenn ich jetzt rübergehe, seht ihr, dass der Rüstwert gestiegen ist auf 285 Punkte und ja, benötigte Stufe 52 braucht man, um diese Rüstung anzuziehen. Und überall werden die Werte eben angepasst, egal was ihr anhabt, auch bei den Waffen. Ich denke, jeder kennt die Waffe, ist von dem Hearts of Stone DLC, auch finde ich sehr cool mit diesem Boni drauf. Aber sie war dann irgendwie auch zu schlecht, weil sie 36 war und jetzt wurde der Schaden eben angehoben auf die Stufe 52, was extrem geil ist. Wie gesagt, alle Waffen, alle Rüstungen sind auf die aktuelle Stufe angehoben, ihr seht es immer. Und das ist wirklich extrem cool, weil man hat einfach mehr Auswahl. Die Boni werden nicht hochgehoben, das ist ein bisschen schade, aber teilweise gibt es eben auch Waffen, die auch mit Stufe 36 oder keine Ahnung, mit einer anderen Stufe schon sehr gute Boni hatten. Ihr seht auch hier, den Bonus auf Crit-Treffer ist bei 85% und zum Beispiel die Chance bei 11, da gibt es auch welche, die haben eine 20er Chance und die sind dann irgendwas mit Level 30, werden eben vom Schaden nach oben gehoben und so sind sie eben brauchbar, auch im späteren Spiel, was einfach extrem cool ist. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, ja, Geralt oder seine Rüstung perfekt auf sich anzupassen. Das gleiche ist natürlich auch bei den ganzen Schemas oder Schematas, wie es immer genannt wird. Ihr seht, die sind alle 52 auf meinem aktuellen Level. Bin ich 53, sind sie 53 und so geht das immer weiter nach oben und ich habe eine viel größere Auswahl und kann dann eben ja die perfekte Rüstung für mich herstellen. Das ist schon extrem cool. Das gleiche natürlich auch beim Händler. Ich bin jetzt hier im DLC unterwegs, Blood and Wine. Wir sprechen den Kollegen mal an und ihr seht auch hier im Shop sind die ganzen Sachen auf die maximale Stufe hochgehoben. Die habe ich jetzt alle mal gelootet und sie sind alle 52 jetzt. Bringt auch ordentlich Geld ein, on top noch dazu. Finde ich, ist richtig geil. Und hier sieht man zum Beispiel auch die Rüstungen, wie gesagt, alle auf 52. Haben jetzt den perfekten Rüstwert und natürlich auch den perfekten Schaden. Ist ja einfach extrem geil. Ich habe ihn auf jeden Fall richtig gefeiert. Mir taugte übel. Und freut mich einfach, dass jetzt im Endeffekt jede Waffe oder jedes Rüstungsteil brauchbar ist im Spiel. Und so kann man auch gucken, dass man ein bisschen mehr auf die Optik geht und eben trotzdem noch richtig gute Stats hat. Den Link zum Max Level Ausrüstungsmod findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. An dieser Stelle möchte ich euch auch noch einen zweiten Mod vorstellen, der ergänzt den ersten richtig gut. Und der funktioniert wie folgt, ich gehe mal auf die untere Waffe, da kann ich es euch besser zeigen. Bestimmte Boni sind immer random drauf oder von den Werten her. Es kann zum Beispiel sein, wenn ihr die Waffe lootet, dass sie zum Beispiel Art 5% hat, 10 oder zum Beispiel auch 15, und es ist einfach vom Glück abhängig, wie ihr das Schwert eben lootet. Und dieser Mod setzt das eben auf die maximale Stufe, dass ihr eben ja im Endeffekt immer den besten Loot rausholen könnt. Finde ich auch eine sehr gute und geile Ergänzung.
Den Link zur zweiten Mod findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr diese zwei Mods geil fandet. Ich finde sie auf jeden Fall richtig gut, denn so hat man einfach größere Auswahl. Ich würde mich über ein Like freuen. Das war's soweit von Video. Wer natürlich mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.